I'm bored. Let's do something else. I got this book. My dad gave it to me. Ja, servus, hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Wir sind wieder am Ebo. Ich sehe aus wie Sau. Der Alex, der hat irgendwas im Arm gezett. Ne? Schmerzen wie Sau. Aber wie ihr seht, der Ebo steht zumindest hin auf den Räder. Vorne haben wir jetzt noch ein paar Tlitz drunter. Die Hand so, da. Und jetzt kommt der Moment. Ne? Das heißt, wir haben heute Kardanwelle gebaut, der Adapterflansch. Der Auspuff nochmal ab und dran gemacht. Der Alex hat die Bremssattel in der Zeit getauscht. Dann haben wir die Kupplung entlüftet, haben die Bremse entlüftet. Die Hinterachse habe ich, die Schwinger alles festgezogen, die Ortriebswelle festgezogen. Jetzt ist ab dem Y-Stück nur 2 Meter Rohr. Das heißt, der wird laut sein. Aber wir fahren jetzt das allererste Mal, wenn es klappt, die Evo hier raus. Mir fällt gerade in, ich muss noch eine Klammer holen für den Gaszug, weil der ist immer rausgefallen für das Capture. Das gehe ich noch schnell holen und dann stelle ich mal die Kamera auf, wie mir das erste Mal rausfahre. Steht jetzt rückwärts drin. Wir haben noch eine Lichte gemacht. Die Lichte, die brauchen noch ein bisschen. Ich muss hinter die Ortriebswelle alle Schrauben drin machen. Da sind jetzt nur 4 drin. Die Hinterachs, nur gucke. Differentialschraube, alles. Dämpfer, Fechtzieher.
Die sind auch noch nicht ganz drin, aber deswegen habe ich ihn jetzt rückwärts drin gefahren, dass ich hinter die Achse machen kann. Vorne ist fertig. Ich weiß nicht, ob das mit den Dämpfer klappt. Kann sein, dass ich andere Dämpfer inbaue, die härter sind. Weil es schon arg weh, aber es ist wie es ist. Das sind Erfahrungswerte, oder? Ja. Ja, das waren halt auf die Schnelle die ähnlichen Dämpfer, die in dem Infetter- und Ausfetterweg gepasst haben. Aber erfahrt, das ist schon mal viel gemacht. Zur Not gehe ich hier, baue hin und um auf Gewinde und los vorne ist Airride. Dann klappt es vielleicht besser mit dem Hänger hoch und runter fahre. Aber das weiß ich nicht. Ich finde es halt richtig geil, wenn der mit der Luft ablost. Ne? Ja, mit dem Dämpfer ist halt das Ländisch geht. Dann ist halt das Schiffschaukel. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Das war's jetzt von heute. Ich mache jetzt dort leider Lade zu. Weil Tagesziel haben wir erreicht. Er fährt, er funktioniert. Vorne qualmt dann noch ein bisschen, weil ich Idiot vergessen in der Kupplungsleitung die Klammerin zu machen. Und wie ich die Kupplung dricke wollte, ob sie funktioniert, ist die Leitung auseinandergehupst und dann das Hitzeband, was hin und runter geht, voll mit flüssig geht. Das muss erst mal trocknen. Ne? Aber ich denke, im Video hat man schön gesehen, dass er funktioniert. Und ich denke, man hat auch gehört, dass er richtig geiler Klang kriegt. Ne? Ich habe gerade ein bisschen gucken, weil hier sind Spuren. Ne? Und das ist, ja. Ich denke, kommende Samstag, wenn wir richtig geiles Burnout draus machen, oder? Ich denke, das sieht schon gut nah aus. Ne? Wir müssen jetzt nur noch gucken, wo verliert er die Luft. Ich nehme auch an den Anschluss von der Bällchen. Da muss ich noch die neue Drohne machen. Da sind ja nur Provisorien dran. Und das kann so nicht 100% dicht sein, das weiß ich. Und deswegen, die Leitungen müssen nur abgemacht werden, nochmal dran. Das ist alles nur noch so Klähzeug, ne? Aber das schaffen wir ab. Das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, ist teile, like, abonniere und nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.